herzlich willkommen zum Let's Play von Remnant 2. Ja, und wir befinden uns nun im Charaktermenü. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Wir nehmen natürlich eine Frau, das ist doch ganz klar. Dann schauen wir mal mit Gesicht und Hauttöne. Es gibt leider nur sehr dunkle Hauttöne. Vielleicht kommt mir das jetzt auch hier nur so vor. Die verschiedenen Gesichter, naja, da ist jetzt auch nicht so wirklich. Das sah mir jetzt eher aus wie ein Mann. Okay, die letzten beiden, da hat man dann gar keine hellen Hauttöne mehr. Dann bleiben wir mal bei dem ersten. Dann sowas wie braune Augenfarbe ist klar. Frisur schalten wir mal so ein bisschen durch. Müssen wir natürlich lange Haare haben. Na, das ist nicht ganz so lang. Da schauen wir dann doch nochmal durch. Und das ist recht kurz, muss ich sagen. Ah, so ein Dutt gefällt mir nicht so wirklich gut. Was ist das denn bitte? Alles wieder kurze Haare dazwischen. Sieht ganz schlimm aus. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, so eine richtig schöne Frauenfrisur haben sie leider nicht. So 0815, die halt jeder trägt mit langen Haaren. Dann schauen wir mal. Narben möchten wir natürlich nicht haben. Bemalung. Es scheinen alles nur so komische Dreckflecken zu sein. Die machen wir mal aus. Die Narben natürlich auch. Hardcore-Charakter. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich alles? Ja, dann würde ich sagen, können wir das bestätigen. Sie sagte, wenn ich mich selbst bemitleiden wollte, wäre ich bei deinem Vater geblieben. Ah, da geht's ziemlich tief runter. Lass mich dir runterhelfen. Ich schaff das alleine. Dreimal. Was? Ach, jetzt komm schon. Dreimal habe ich dich jetzt gerettet. Der Erdrutsch, dein Fuß. Was? Du wärst jetzt tot, wenn meine Mama mir nicht beigebracht hätte, wie man eine Wunde verbindet. Gut. Dann eben zweimal. Der Erdrutsch und gerade eben. Hey, lass mich mal sehen. Lass mich. Es ist nichts. Hey, mir geht's gut. Na komm, krempel den Ärmel hoch und gib schon zu, dass wir Freunde sind. Das überlege ich mir noch. Schauen wir mal. Ah, es wird schlimmer. Hör zu, nicht gebrochen, kein Blut. Er wird sich beruhigen. Das macht er doch immer. Los, der Junge sagte, zur Station geht's hier lang. Ja, und direkt bin ich ein wenig verwirrt, weil ich das Spiel nämlich geplant habe, heute im Koop-Modus zu spielen und ich gar keine Auswahlmöglichkeit hatte und kein Menü bekommen hatte, wo ich überhaupt reingehen kann. Deswegen, ich versuche das Ganze mal eben abzuklären und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ihr Lieben, ich bin wieder da und total verwirrt. Also wir haben uns jetzt gerade mal abgesprochen. Es kann eventuell sein, dass ich jetzt erstmal ein Tutorial machen muss. Schade, dass das Bild so ein bisschen krisselig ist. Ansonsten gefällt mir die Optik nämlich doch sehr gut. Erinnert mich sehr an The Last of Us. Hast du jemals vom Nordpol gehört? Ach, das alte Märchen? Ja, wie diese Station. Ein alter weißer Typ hat sie gegründet. Nahrung und frisches Wasser. Alle vertragen sich. Das klingt mir nach einem Märchen. Sicher nur ein paar alte Typen, die sich unter der Erde verkriechen. Ich hoffe nur, dass wir ein paar Vorräte tauschen können. Ansonsten halten wir hier draußen nicht länger durch. Meinst du, dass Leute echt so gelebt haben? Ach, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, was in Fultons Original Blend drin ist, aber so glücklich habe ich noch nie jemanden gesehen. Nicht im echten Leben. Willst du dir das Ding jetzt die ganze Zeit angucken, oder? Moment, Spaces ausweichen. Also ich muss dazu sagen, ich spiele mit Maus und Tastatur. Mir hat man gesagt, dass das einfacher wäre wegen dem Zielen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe solche Spiele noch nie mit Maus und Tastatur gespielt, deswegen schauen wir mal, ne? Schätze, die kann man damit nicht öffnen. Wir können jetzt nicht umkehren. Wo sollen wir auch hin? Ich habe die Waffe gefunden. Es muss einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, zum Beispiel den hier. Sieh mal, ob du deinen Hintern durch die Öffnung da oben kriegst. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich was einsammeln kann. Drücke Space, während du dich einen Vorsprung näherst, okay? Ja! Ach so, ich dachte gerade schon. Ah, mit E, okay. Hey, na endlich. Was war denn los? Ich habe einen verstauchten Knöchel schon mal daran gedacht. Ih, was ist das? Blutwürze. Hört sich nicht besonders lecker an. Sammeln wir ein. da kann man anscheinend nichts mitmachen. Hey, sieh dir das mal an. Auch nicht öffnen. Was denn? Das sind Leichen. Noch nie Leichen gesehen. Ich dachte, in dem Spiel hier wäre es normal. Was diesen armen Schwein wohl zugestoßen ist? Woher soll ich das wissen? Von Zombies überrannt oder so? Können wir jetzt mal weitermachen? Verwende sie für deinen kaputten Knöchel. Mir bringt sie nichts. Okay. Hey, komm schon. Mir gefällt es hier nicht. Ach so, okay. Mit diesen komischen Dingern heile ich mich. Hey, hier drüben. Ich weiß, dass du da bist. Ich wollte nur gucken, ob du es alleine hinkriegst. Wenn du mich das schon nicht mit Nepi zusammen machen lässt hier. Ladies first. So. Irgendwas zum Einsammeln. Die sind auch zu. Oder die zeigen einfach nur nicht an, wenn ich was machen kann. Das weiß ich nicht. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Mir da durch. Oh, das ist übel. Übel mit einer Beilage Brokkoli. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Meine Ma hat das früher gesagt. Autsch, ich habe mir die Hand jetzt auch noch gebrochen. Tut mir leid. Du musst alleine weitermachen, ohne mich. Ich kann nicht weitermachen. Hat mir alles gebrochen. Hey, danke. Das zählt übrigens nicht. Was zählt nicht? Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Du hast ja keine Waffe in der Hand gehabt. So, steht 1 zu 3. Hier haben wir nichts zum Einsammeln. Das können wir auch nicht, okay. Es ist aber doch sehr ruckelig, muss ich sagen, wenn man das Ganze mit Maus und Tastatur spielt. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Okay, damit kann ich die Tür nicht aufhauen. Na gut. Ich dachte, damit kann ich sie vielleicht schieben. So, mal hier runter. Gehst du vor? Nicht? Okay. Dann schätze ich, ich muss gehen. Hast du eine Taschenlampe? Ich sehe nichts. Schätze, wir müssen noch runter, oder? Warum läuft die da hinten gegen die Wand und guckt dann in die Ecke? Ich habe keine Ahnung. Aber die scheint nicht so für Abenteuer gemacht zu sein. Oder fürs Überleben. Ich
bekomme den Eindruck, dass es nicht so eine gute Idee war, nach dieser Station zu suchen. Weil du mich gleich von hinten anfallen wirst, oder warum? Tja, sieht so ein bisschen wie die Fresshalle aus. Sieht so aus, als wären noch ein paar Holzmonster da. Nee, die Station kann gar nicht echt sein. Nicht mit so einem Nest hier unten. Vielleicht sollten wir umkehren. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wir bin ich auch für. Finden einen anderen Ausweg. Komm, du machst das gut. Hallo? Muss der gerade in dem Moment hochgehen? Nein! Alles in Ordnung. Ihr seid in Sicherheit. Hey, warte mal. Wir sind Freunde. Wir sind hier, um zu helfen. Ich kann das nicht länger halten, Bo. Ich dachte, ich wäre. Danke. Wer seid ihr? Keine Zeit für Fragen. Wir müssen hier weg. Auf drei. Eins. Zwei. Habe ich nicht. Jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Hey, wir haben immer noch uns. Richtig. Folgt uns, ihr zwei. Das waren nicht die letzten dieser Art. Die ist cool. Auch wenn ich zugegebenermaßen... Wie kann ich denn überhaupt die Waffe wechseln? Okay, mit der Maustaste. Auch wenn ich zugegebenermaßen gehofft hatte, dass ich das jetzt gerade war. So Kurzschlussreaktion, weil zu viele Gegner oder sowas. Hier wimmelt es nur so von der Saat. Was ich vorhin in der Station gespürt habe. Wartet. Ihr seid von der Station? Mist! Vielleicht gibt's den Weihnachtsmann ja wirklich. Ja, sie ist nicht weit von hier.
Aber der Weg nach unten ist eingestürzt. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Ich habe voll die The Last of Us Flashbacks irgendwie. Ja, geht doch mal vor. Hallo? Immer muss ich als erstes dran glauben. Gehen wir's an. Oh Junge, soll ich dich erschießen? Alter, der war doch schon tot. Hallo? Das war mein Ohr. Aber ich glaube, ich kann die gar nicht erschießen, oder? Wenn ich die aus Versehen treffe? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also zum Zielen sind Maus und Tastatur auf jeden Fall ziemlich geil, muss ich sagen. Moment, kann ich hier irgendwas? Da konnte ich was sammeln. Hier ist auch was. Achso, das geht aber auch, wenn ich da drüber laufe, oder? Kann ich auch die Munition sparen, indem ich einfach die anderen schießen lasse? Und wenn es zu viele so aussieht. Alter, geh mir doch mal aus dem Weg hier, sonst schieße ich dich an. Linke Maustaste für Nahkampfangriff. Ja, ja, das habe ich schon. Holla, die Waldfee. Was war das denn gerade? Ah ne, ich muss es doch. Muss es doch einsammeln, okay. Komm ich da hoch? Jungs, wartet auf mich. Oh, Moment, das konnte ich jetzt wieder einfach einsammeln. Das auch, okay. Aber die Munition, die kann ich nicht einfach so einsammeln, indem ich drüber laufe. Das finde ich doof. Naja, gut. Gut zu wissen auf jeden Fall. Warum guckt der jetzt hier die Wand an? Ist da irgendwas Besonderes mit? Soll ich dir helfen, Mädel? Die Holzmonster wissen, dass sie verloren haben. Aber sie werden nicht einfach so aufgeben. Heft die Wand an. Ja, bloß nicht ausweichen, kein Thema. Space funktioniert aber nicht mit Ausweichen, Leute. Sie kommen.
Ey, ich hämm mal hier auf die Space-Taste drauf, aber nein. Gut. Nein, das ist auch nicht gut. Und heilen tut die blöde Fuß ich auch nicht. Ich dachte, ich hätte zwei von den Dingern. Ja, genau. Bloß nicht ausweichen. Super. Geil. Rollen kann sie, aber ausweichen kann sie natürlich nicht. Der Typ kann mich heilen, oder was? Alter! Drücke Z, um den Hinweis zu verwerfen. Achso. Oder auch nicht. Hey, alles okay? Nicht schlecht geschossen, Fremdling. Ja, ich hatte etwas Übung. Das glaube ich. Aber keine Sorge, die Station ist sicher. Sicherer. Also, echt jetzt? Nahrung und Wasser? Und Leute, die mit einem alten weißen Typen abhängen? So ungefähr. Hey, hey, warte. Lass mich dir etwas Wasser holen. Oh, das sieht mir nach Saatfäulnis aus. Aber ich habe noch nie einen so üblen Fall gesehen. Mir geht es gut. Wir müssen sie zur Station bringen. Und zwar schnell. Die Ärztin dort ist ihre einzige Chance. Wir sollten weiter. Und zwar bevor es dunkel wird. Ja. Und mein Spiel ist abgestürzt. Ist das nicht was Feines? Unreal Process has crashed UE Remnant 2. Vielen Dank für die Entwicklung. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.